Captain hat das Ruder. Gib mir etwas Fahrt! Gib den Wind nach! Die Segel aufkeilen! Einholen! Einholen! Vorsegel setzen! An die Starken, fangt den Wind! Die Segel heißen, los geht's! Gentlemen, wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay! Ei! Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Captain ist im Meer! Ugh.
digo. No irás a ningún lado. ¡Quieto ahí! ¡No creas que nos despistarás! ¡Vuelve aquí, perro sarnoso! Ugh.
Super. ¡Estás muerto! ¡Ja! ¡No te escaparás! ¡Detente! Ah.
vor Sonnenaufgang. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. ¡Quieto ahí! ¡Vuelve aquí, necio sordo! ¡Vuelve ahora mismo! Muchachos, sputet euch! Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Rápido! ¡Que no se escabulla! Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Deprisa! Wir laufen diese Woche 4 Elfen an! Vamos! Deprisa! Wir laufen diese Woche 4 Elfen an! Dass ihr die Ladung sichert!
creo que puedo darle. ¡Es mío! ¡Puedo ¿Qué? Darle! ¡Puedo ¡Alto darle! Ahí! ¡Está a tiro! ¡Tengo línea de tiro! ¡Va! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! Komet Asta Arcturus! Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein! Enemigo tiro, señor! ¡Puedo abatirlo! ¡Listo para disparar! ¡Tengo línea de tiro! ¡Está a tiro! ¡Puedo darle! ¡No podrás despistarlo! ¡Puedo abatirlo! ¡No te escaparás! ¡Tengo línea de tiro! Creo que puedo darle. ¡Va! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! ¡Mantenedlo rodeado! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Ah, tiro! Podría darle entre las cejas. ¡Lo tengo a tiro! ¡He dicho que pare, chico! ¡Heilung, muchachos! ¡Sputet euch! Lebhaft, Jungs! Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fiste Fütter! Kühn wie eine Musketenkugel, doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst.
Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Burg gehört uns! Ja! Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Olivier ist echt nett, der beißt nicht. Hallo? Hi? Test, Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art, Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piepst dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Na ja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat... So hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Leticia. Salut, hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen.
Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Bon, d'accord. Je sais pas si... John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. War der Kaffee besser? Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Log dich ein und ich führe dich da durch. Was nicht? Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe, doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen.
Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Hey Dad, weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt. Weißt du noch, wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird? Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, heraufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt.
Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast, war ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. John gesehen? Dem Typen? Du bist echt eine Diva. Geht zum Kurier. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Schon für den Sicker-Effekt.
Assistance au niveau 2, Projet Échantillon 17. Support in die zweite Etage, Sample 17 Projekt.